Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich zurück hier bei der Daisy. Der Daisy wieder mal. Mit dem Sergeant Hanfan wieder dabei. Hallo Sergeant. Salutieren Sie gefälligst. Hallo Captain. Soldat. Sehr schön. Vielen Dank. Captain, mein Captain. Wegtreten. Mein Captain. Jawohl, Captain. Sehr schön. Dankeschön. So, wir haben den Server kurz gewechselt und ja, es geht weiter. Der Sergeant kann seine Waffe endlich wieder annehmen. Jetzt kann er mich endlich wieder beschützen. Gott sei Dank. Ja, ich habe wieder eine Waffe, bin wieder gefährlich. Sehr schön. Was haben wir denn überhaupt? Wir haben den Server ja gewechselt. Es sind ein paar weniger. Aber es ist wieder ein Clan mit dabei. Und Katruschka ist wieder dabei. Kenne ich zwar nicht, aber ist auf jeden Fall wieder dabei. Kokse, Selfnir. Wir wollen bestimmt nach Beresino jetzt mal, oder? Nee, nach... Doch, Beresino? Beresino. Also, ich hoffe, der Captain ist ja der Mann, der die Anweisung gibt. Also, Captain, sag mir, wo du hin willst. Ja, wir gehen mal wieder in Beresino runter. Dann können wir ja gleich mal gucken, ob die Server immer noch so voll gestopft sind mit Loot und... Oder ob das jetzt am Server lag oder ob das jetzt wirklich das Update ist. Du, übrigens, hier liegt eine Olive M65 Jacket. Hier Pristine, vielleicht musst du die haben. Okay, das ist... Das ist nämlich eine mit den 8 Plätzen. So eine, wie ich auch habe. Cool, ja, nehme ich natürlich die. Ich dachte, das wäre nur ein Mantel oder so. Ein bisschen vorbeigelaufen. Der einzige Nachteil an der Jacke ist, sie ist nicht wasserdicht. Ach so. Ach mein Gott. Es wird schon nicht regnen, wa? Richtig. Es wurde Sonne befohlen. Der Captain hat Sonne befohlen. Mir scheint die Sonne aus dem Po. Das macht mich ja so froh. Ah, das fangen wir noch an zu reimen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Es ist noch nicht so spät. Du brauchst noch nicht anfangen zu singen. Ich sag wo, in den Po. Wo? Oh Gott, nein. Wo ist die Leiter? Hallo? Hallo Leiter. Da war das Leitersymbol, ich hatte es gerade gesehen. Da ist es. Ich möchte nicht sterben. Aber was ich ja echt mal gebrauchen könnte, ist ein Nähset. Oh, ich hab Cornflakes gefunden. Yay. Kannst du die mitnehmen oder willst du die mitnehmen als Nahrung oder so? Ach, ich muss mich erstmal wieder neu sortieren hier, aber im Allgemeinen könnte ich noch Thermometer. Ich habe auch noch ein Seil dabei. Für fesselnde Spielchen. Ich hatte vorhin auch wieder Klebeband dabei, aber das muss ich dann leider ablegen, wegen wichtigere Sachen. Es gibt wichtig für dich gibt's wichtigere Sachen als Klebeband? Ja, eine Wasserflasche. Okay, ja, das ist wesentlich wichtiger. Natürlich, das also in der Rangfolge kommt die Wasserflasche immer als erstes. Da unten liegt übrigens eine Waffe. Das könnte eine Mosin sein. Komm ich hier runter? Ja. Ja, kommst du runter. Ist eine Mosin. Wo denn? Also, nur da unten. Tatsache. So. Liegt doch noch was anderes rum. Hier liegt doch noch Munition rum. Für? Die Mosin? 3,57. Ist das nicht für meine Waffe hier? Das könnte... Weiß ich nicht. Weiß nicht, was du da brauchst. Oh, den anderen. Nee, ist nicht für die andere. Den nehme ich. Eine Mosin, Tatsache. Ja, dafür haben wir keine Munition. Nee, das stimmt. Was hast du jetzt für einen Helm? Hä? Hier liegt noch so einer. Nehme ich den. Das ist ja genial. Was denn? Achso, das war ja vorher auch schon so. Ich habe mir die Mosin mal eingesteckt, ne? In die Hand genommen, meinst du? Nö, also die Mosin habe ich auf dem Rücken und die SKS habe ich in der Hand. Ja. Weil ich sag mal, so eine Mosin ist ja immer was Feines. Ja, weil auf jeden Fall. Kommt man hier raus? Ach, hier kommt man raus, das ist ja cool. Ach, die Cornflakes meinst du hier? Ach, hier geht's lang, okay. Ja, die kann ich mal einstecken. Also verhungern werden wir erstmal nicht. Ich brauche übrigens noch einen Rucksack. Das wäre echt hilfreich. Ja, das wäre allerdings wirklich hilfreich. Was liegt denn hier? Was bist denn du? Oh, eine Skimaske. In Strickfarben. Diese gestreifte? Ja, diese hässlich häkelfarbene. Oh, geil. Oh, was liegt denn hier noch? Was bist du? Ach, nee, nur Arbeitsschuhe. Nee, Combat Boots? Moment. So rum. Combat Boots oder Arbeitsschuhe? Hiking Boots. Hi. Hier liegt eine Hunter. Warte nochmal. Hunting Jacket Spring. So. Ach, die gibt's auch als Spring, ja. Das ist cool. Ich wollte doch hier irgendwie runter. Hat der nicht irgendwo eine Treppe? Ach, da ist die Treppe. Bist du in den Schlafräumen hier unten oder wo bist du? Ja. Guck mir gerade hier so ein bisschen. Ach, das ist die Hunting Jacket. Ja, ich hab's auch gerade gefunden. Hallo. Okay. Dann haben wir jetzt noch einen großen grünen Rucksack für dich. Ich hab's jetzt hingesteckt. Ich hatte jetzt gerade irgendwas eingesteckt. Ich weiß nicht, wo es ist. Ja, gut. Ach, doch hier. Achso, okay.
Hier brauchst du so eine Fähigkeit, komm, die musst du jetzt annehmen. Wo bist du? Ja, ich bin wieder unten, da wo wir vorhin die Mosin gefunden haben, aber ich gehe gerade hoch. Ich gehe mal so quasi runter vom Schiff. Ja, ja, ich bin auch wieder draußen. Oh, hier liegt ja noch mehr rum. Was haben wir hier noch? Wieder so eine Winterjacke. Eine kleine Axt, also eine Hatchet. Yellow Regencoat. Der gelbe Regencoat. Lecker. We are all in the yellow submarine. Und noch Böhnchen. Und jedes Böhnchen gibt ja bekanntlich ein Tatsache, Böhnchen. Hier ist wirklich noch so eine Winterjacke. Alter, hier ist überall viel Zeug rum. Ja, das, da hier warst du wahrscheinlich gerade, ne? Ja, ja, genau. Ich gehe jetzt hier auch gerade die Leiter runter. Der Leiter? Der Leiter, ich bin unten. Wirf mal die Leiter an. Ich mal hier um die Ecke. Ich komme. Ich warte mal hier vom Ausgang und setze mich mal an den Container. Ja. Und warte auf den tödlichen Schuss. Sehr gut. Ich setze mir den tödlichen Schuss. Oh, oder so, ja, das können wir auch mal machen. Nee, bitte nicht. Muss es sein. Ach Mann, oh. Sei doch nicht so. Keine Drohung für dich heute. Ich habe immer. Geil, eine neue Presseweste. Prestin. Schön. Möchtest du auch eine Presseweste haben? Nö, ja. Kann man da was reinpacken? Ja, sechs Plätze. Ja, dann würde ich den nehmen. Kommen Sie, junge Mann. Wo bist du denn? Hier hinten. Ach, da. In der Ecke. Ah, ja, ja, sehr schön. Ja, dann möchte ich die doch gleich einfach mal mich umwerfen. Kann ich da vielleicht eigentlich das daran hängen? Dann kann ich nicht, schade, wäre natürlich schön gewesen. Und hier, das musst du auch noch aufsetzen. Ach so, ja, damit wir gleich aussehen, meinst du? Fast. Wir sehen ja fast jetzt gleich aus. Fast gleich, okay, alles klar. Warte mal, wollte ich dir noch was geben? Wollte ich noch irgendwie? Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ich habe da nichts mehr, was ich dir geben kann. Ich weiß auch nicht, ob ich diese AK Wooden Buttstock mitnehmen soll. Achso, doch, ich wollte dir was zeigen. Ja, hier, genau, siehst du, damit du das Ding mal siehst, was ich gemeint habe. Kannst du, falls du Platz hast, kannst du auch gerne einstecken. Ja, was denn? Hier liegt es direkt vor mir, irgendwie. Ach, das Ding, was ist das denn? Achso, dieses FNX-Laser-Dingsbums. Genau. Nimm's dann mit. Vielleicht finden wir ja mal so ein Teil. Na, ein Magazin, meinst du, das funktioniert? Ja, ist halt Damage, ich weiß es nicht, aber... Also, dass dieser Laserpointer funktioniert? Naja, was heißt Laserpointer? Das ist einfach nur so ein rotes Fadenkreuz, was da danach ist, okay. Quasi. Ach so. In der Richtung. Mein Captain, wo geht's denn hin? Auf nach Berezino, würde ich sagen. Ist ja direkt in der Nähe hier. Na dann, stürmen wir die Bastille. Hm. Oder stürmen wir die Berezino? Die Berezino? Ein bisschen Nervenkitzel. Nervenkitzel, ja, gut. Wird wieder Zeit zum Sterben, hast du recht. Ja, super. So viel sind's doch gar nicht. Ich erinnere dich an letztes Mal, da haben wir auch nicht lange überlebt. Ne, das hat damit nichts zu tun. Oh Gott, Wasser. Wir haben die Schüsse gehört und konnten nichts tun. Das war auch ein Hacker, der wurde auch gebannt danach. Was wir übrigens noch rausgefunden haben, dass er gebannt wurde. Richtig so. Na, Wasser über Wasser. Ich glaube, hier läuft durch den Tümpel. Wo bist du hin? Ich weiß nicht, ich übel durch den Tümpel hier durch. Die Schuhe sind schon wieder nass. Wir sind doch schon vor der Presse. Pressefreiheit! Ja, genau. Wir wollen doch nur berichten über das Kriegsgebiet hier. Allerdings sehe ich nicht so aus, als würde ich aus der Presse. War hier nicht mal eine Straße irgendwo? Ja, da vorne. Geradezu. Wie siehst du nicht aus? Als würde ich von der Presse kommen. Ich habe jetzt zwei Waffen in der Hand. Ja, wir brauchen ja auch Schutz. Ne? Ich dachte, wir sind Schutzbefohlene. Also ich bin Schutzbefohlener, weil du bist ja mein Befehlshabender. Du musst mich beschützen. Ist ja recht, ich werde zum Schutzbefohlen. Du trägst die Waffen und ich die Verantwortung. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Hast du denn schon in irgendeiner Waffe eigentlich Munition drin? Ja, in meiner SKS. Hast du auch ein Magazin für? Ne, da brauchst du ja kein Magazin. Achso, okay. Stimmt, hast recht. Schnelllader höchstens, aber ja. Es geht auch ohne. Könntest du erstmal einen Rucksack brauchen, das wäre eigentlich mal das Optimum. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir für dich einen Rucksack finden. Aber was ich jetzt mal mache, ich lasse mal hier diesen blöden Wooden Buttstock, weil den brauchen wir ja sowieso nicht. Magazin behalte ich mal, ja. Okay.
Mitten in der Walachei. Sehr gut. Was ist denn unser erstes Ziel? Naja, also wenn der Loot auf dem anderen Server vorhin schon so extrem war, natürlich für die Polizeistation. Wäre, würde ich auch fast bevorzugen. Ja. Wahrscheinlich fliegen uns vorher schon wieder die Kugeln um die Ohren, aber ja, mein Gott. Na klar, wir sind jetzt bewaffnet und gefährlich. Also wie immer, wenn wir sterben. Oh Mann. Naja gut, wir sterben auch, wenn wir nicht bewaffnet und gefährlich sind, also von daher. Das stimmt. Und wenn wir nur irgendwelche Typen treffen, ja. Das ist bestimmt auch jetzt dieses Gesichtstuch, weil dann sehen wir total gefährlich aus. Ja, das macht es auf jeden Fall, finde ich schon. Können wir auch mal gucken, ob wir endlich mal Zombies wieder gibt. Beresino. Ah, da gehen schon die FPS runter. Ja, merke ich auch gerade. Oh man. Was ich auf jeden Fall ich nochmal gebrauchen könnte, ist ein First Aid Kit hier sowas. Das wäre das wär nett. Das wär mal eine Abwechslung. Zu den ganzen Waffen, die man hier nur noch findet. Willst du hier schon irgendwas durchsuchen oder einfach straight weiter? Och, erstmal, ich glaube hier ist erstmal eine Stößen mal hier hinten mal in die komische Bar rein. Ah ja, genau. Kneipe. Ja, da haben sie jetzt auch noch ein Schild vorgehängt, wa? Ich meine, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Weiß nicht, haben sie die Sommerbänke hier draußen auch neu hingepackt? Das könnte gut sein. Kenne ich nämlich auch gar nicht. Oh, ich habe einen Fishing-Hook gefunden, den packe ich mir gleich mal in meinen Hut. Oh ja. Mach geht das noch? Das geht noch, sehr schön. Das Gott sei Dank haben sie das Wichtigste nicht rausgenommen. Ja, ernsthaft. Oh ja, die FPS sind richtig schön kacke hier drin. Okay. Wo ist das? Eine neue Sonnenbrille? Oh, eine neue Sonnenbrille. Was ich jetzt allerdings wieder total gruselig finde, jetzt ist schon wieder, aus meiner Schnellleiste ist schon wieder die SKS verschwunden. Hm. Kann ich die Mosin dahin packen? Warte mal, wenn ich jetzt die Mosin nehme, jetzt kann ich schon wieder keine Waffe wechseln, das gibt's doch nicht. Was machst du denn immer mit deinen Waffen? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe die SKS noch in der Hand. Mhm. Allerdings kann ich jetzt nichts anderes mehr machen. Also ich habe jetzt die Mosin in der Schnellleiste. Wenn ich da drauf drücke, tut sich nichts. Ja, die SKS hast du noch in der Hand. Vielleicht musst du die ablegen erstmal. Ja, aber ich weiß nicht wie. Ja, einfach auf das X drücken. Ja, doch, jetzt. Jetzt hat er. Ah ja, alles klar. Jetzt hat er es auf den Boden geschmissen. Kann ich jetzt die Mosin. Jetzt nimmt doch die Mosin in die Hand. Okay, alles klar. Ja, jetzt, okay, man muss sich erst wieder dran gewöhnen an die ganze Thematik hier. Genau. Hier liegt noch eine Wasserflasche. Ich hab keinen Platz mehr, ich brauche einen Rucksack. Um meine Wasserflaschensammlung wieder anzufangen. Ist das eine Plastik oder eine Kantine? Eine Plastikflasche. Die musst du mitnehmen. Muss ich die auswechseln. Warte, ich krieg die noch rein? Doch, die krieg ich noch rein. Steck sie dir rein. Los. Also die Garagen hier ganz tief. Die Garagen hier sind aber neu. Garagen? Ja, hier direkt hinter dieser, also hier auf der anderen Straßenseite, wo du gerade bist. Hinter der Mauer, hier steht so eine Garagenstraße, die ist komplett neu. Wo? Na, wenn du wieder. Wo bist du? Alter, was ist denn hier los? Hier liegen voll viele Bandana-Heads. Hier liegen voll viele Hüte rum. Bei den Autos? Ne, wo bist du? Ne, hier, wo ich jetzt gerade bin. So richtig viele. Ach, da, ja. Und Barretts und sowas alles. Ist ja krass. Oh, guck mal. Die Tür ist ja offen. War die vorher nie offen? Stimmt. Nee, du konntest hier vorher nie rein. Naja, oh, geil. Guck mal, ein Klo. Geil. Hier ist noch eine Tür. Oh, wie geil. Geht sie auch auf? Ja. Cool. Wahnsinn, neue Räume. Konntest du hier nicht rein in diese Gebäude? Warum kann ich... Warum geht das nicht mehr? Ey. Ich kann nicht mehr so schön wackeln. Ich auch nicht. Oh, das ist jetzt auch noch. Aua, das ist ganz, ganz komisch irgendwie. Ja, das ist irgendwie hakend. Das hakt irgendwie völlig. Oh, schade. Nee, aber wenn du jetzt mal mir folgst. Oh, warte mal, ich habe gerade Military Boots gefunden. Ja, mach mal. Alter, und Weapon Flashlights. Hier liegt ein Pistolen-Flashlight, zwei Stück. Oh, hier ist noch was zu trinken. Das, ja, ich folge dir. Wo bist du? Ich bin gerade noch mal rechts abgebogen zu den Autos. Also wenn du da wieder rausgehst, zu der Kneipe rüber. Ah.
Mal kurz zu den Autos rübergegangen. Ich bin dann kurz hier auch gerade mal zu dem LKW.